Der Kreis Tübingen hatte im März dieses Jahres 420.000 Euro für den Ausbau des Busliniennetzes in und um Mössingen freigegeben. Nun konnte der Mössinger Stadtverkehr mit einer sogenannten Roadshow auf dem Marktplatz das neue ÖPNV-Angebot vorstellen und mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort feiern. Der Kreisbus ist insgesamt ein Projekt des Landkreises Tübingen, um die Qualität zu verbessern, um ein einheitliches Design, einheitliche Marken, auch einheitliche Haltestellen, Haltestellenbeschilderung. Für Mössingen heißt das konkret, dass Buslinien auch alternativ geführt werden. Zum ersten Mal bekommt das KBF-Zentrum eine Bushaltestelle. Und wir fahren auch das Industriegebiet Schlattwiesen jetzt endlich an. Das wurde schon oft gefordert von der Bevölkerung. Wichtig war es Uwe Evens auch zu betonen, wie günstig die Bustickets in Mössingen sind. Mössingen hat den preiswertesten Stadtverkehr, den ich kenne, ein Einzelfahrschein, 1,50 Euro, eine Tageskarte, 2,50 Euro. Also wer da noch Auto fährt, das verstehe ich auch nicht. Und jetzt könne man rund 45% mehr Buskilometer anbieten. Unser Nahverkehrsplan hat ja in vielen Bereichen schon einen Viertel- und einen Halbstundentakt und auch in den Randzeiten einen Stundentakt. Das ist ja ungefähr das, was das Land auch plant. Also wir sind sozusagen der Zeit ein kleines Stück voraus. Nichts ist so gut, dass es nicht besser werden könnte. Aber ich glaube, eins dürfen wir mit Stolz sagen in Tübingen, wenn ich auch so ein bisschen in Baden-Württemberg mich umschaue. Wir haben hier einen guten ÖPNV organisiert. Auch Baubürgermeister Martin Gönner freut sich über den besseren Anschluss an den ÖPNV und hofft auf mehr Fahrgäste in Zukunft. Wir haben jetzt deutlich mehr Linien, wir haben verlängerte Zeiten und haben mit dem neuen Kreisbus jetzt ein super alternatives Angebot, auch kleine Strecken oder alltägliche Strecken mit dem Bus zu machen. Der neue Kreisbus und das dazugehörige Angebot soll es auch für Menschen mit Handicap leichter machen, den ÖPNV zu nutzen. Besonderes Ereignis zum heutigen Tag, dass wir die zwei neuen Busse vorstellen können, nagelneue Busse, geschickt für Behinderte zum Einsteigen. Wir haben jetzt ein Minicar oder besser gesagt ein Anrufsammeltaxi, wo selber Rollstühle mitbefördern kann, wunderbar mit Rampe und allem. Der gelbe Oldtimer-Bus vor Ort gehört natürlich nicht zum neuen Fuhrpark, aber er war Teil der Roadshow und sorgte mit Sicherheit für Abwechslung vor Ort.